wenn man bei dieser Stammfunktion Inhalt dieser Klammer ableitet, so findet man 2 mal x. Das x haben wir da oben. Wir bräuchten hier also eine 2. Dann multiplizieren wir den Zähler mit 2 und auch mit ein halbes. Ein halbes fliegt dann als multiplikative Konstante aus dieser Stammfunktion raus. Und somit haben wir Ableitung von diesem Funktionsteil erscheint da oben. So können wir also die Substitutionsformel anwenden, um diese Stammfunktion zu bestimmen. Wir haben hier diesen Funktionsteil x² minus 1, dessen Ableitung oben erscheint und multipliziert. Also nennen wir diesen Funktionsteil u. Wir nennen also u gleich x² minus 1. Die Ableitung von diesem u gegenüber der Variablen x, Ableitung, die man so schreibt, die Ableitung von u gegenüber der Variablen x, ist also 2x. Wir dürfen diesen Bruch wie einen gewöhnlichen Bruch behandeln, das heißt, dieses dx, das links teilt, setzen wir rechts rüber, wo es multiplizieren wird. So. Und somit erkennen wir, wenn wir diesen Funktionsteil u nennen, dann ist 2x dx automatisch du. Also setzen wir jetzt die Substitutionsformel ein und wir lesen, ein halbes Mal Stammfunktion von 2x dx, das ist du, dann bleibt noch 1 auf diese Klammer im Quadrat. Also 1 auf u². Die Stammfunktion, die wir berechnen müssen, ist also diese hier. Dieses u hoch 2 setzt man nach oben, da wird das u hoch minus 2. Und somit wendet man die Formel der Stammfunktionen an. Stammfunktion von x hoch m gleich x hoch m plus 1 auf m plus 1. Somit stößt man sofort auf, Stammfunktion hiervon ist minus 1 geteilt durch u. Jetzt haben wir die Stammfunktion mit u gefunden und dürfen jetzt das u ersetzen durch das, was es ist, als Funktion von x. Wir ersetzen also dieses u durch x² minus 1. So. Dann schreiben wir das Ganze noch ein bisschen einfacher, so, und haben somit diese Stammfunktion gefunden. Wir erkennen also wieder, dass diese Formel wirklich sehr, sehr praktisch ist.